Dann fangen wir jetzt an. Ja, wir Würde ich haben sagen, fangen wir an. Genau. Wir sind genau. etwas hinter der Zeit, aber wir sind sehr gut in der Zeit. Perfekt. Genau. Ich kann leider jetzt den Chat nicht sehen, aber da kannst du ja einen Blick drauf werfen. Ja. Was wir wirklich anregen wollen, bitte von Anfang an, ist, wir wollen heute ein bisschen diskutieren. Wir wollen unsere Gefühle, unsere Meinung mit Ihnen teilen. Und wir sind natürlich, haben ein großes Interesse, auch Ihre Meinung zu gewissen Themen zu verstehen und zu sehen. Das heißt, bitte kommentieren Sie, schreiben Sie Ihre Meinung, Ihren Input gerne in diese Chat-Funktion. Das nehmen wir dann halt auf und wollen das halt auch diskutieren. Ja. Wir möchten heute über drei Themen sprechen. Das tun wir mit unserer Erfahrung, die wir haben. Das heißt, das Thema Social Internet und Internet für Frank Wolf und mich ist ein langes Thema. Wir haben schon 2010 mit diesem Thema angefangen. Wir haben verschiedene, ich sage jetzt mal, Intranets in den letzten 10 Jahren aufgebaut, das auch basierend auf verschiedenen Technologien, sei es ein SharePoint, sei es ein Typo3-System, ein Confluence, alles, was so auf dem Markt auch bekannt ist. Und wir haben im Prinzip zum Beispiel auch dieses Jahr eine Intranet-Studie rausgebracht zum Thema Status Quo Intranets im Dachmarkt. Und basierend auf diesen ganzen Erfahrungen, die wir haben, möchten wir heute vor allem drei Themen mit Ihnen gerne diskutieren. Einmal die Ausgangssituation in den Unternehmen. Was sind aus unserer Sicht die drei Top-Trends vom Intranet in 2022 oder eines modernen Intranets? Und welche möglichen Szenarien gibt es denn für ein Intranet in Kombination mit Microsoft 365? Ja? Und das möchten wir jetzt gerne mal anfangen. Und Frank, ich glaube, als erstes wollen wir so ein bisschen in eine Glaskugel schauen. Ja? Genau, wir haben uns gedacht, ich habe es schon angesprochen, wir machen mal so eine Challenge, weil vor ungefähr 10 Jahren, wenn man angefangen hat, über Intranets zu sprechen, dann und man hat mit 20 Unternehmen gesprochen, hat man eigentlich 20 verschiedene Ausgangslagen bekommen, was es da gerade gibt und was man da überlegt. Und da hat sich wirklich viel verändert in den letzten 10 Jahren. Das ist alles sehr ähnlich geworden. Es fühlt sich komplex an, das können wir ja gleich mal durchsprechen, aber was eigentlich besser geworden ist, ist irgendwie immer das Ähnliche. Das heißt, man kann da durchaus auch links und rechts gucken, was denn andere machen. Ja, und das, genau, und das wollen wir jetzt einfach mal zusammen versuchen. Und wir können ja mal das so machen. Wir sagen mal, wie die Ausgangslage ist beim typischen Unternehmen. Und wenn jemand hier sagt, nein, das ist bei uns ganz anders, dann kann er das mal in den Chat posten. Wir gucken mal. Also wir denken, wir haben alles schon gesehen. Also wollen wir mal anfangen. Okay, fangen wir an. Das Erste, wie ist denn die typische Ausgangssituation? Das Erste ist, ich glaube, viele Unternehmen haben, betrifft sie wahrscheinlich auch, eine Art von Intranet. Ja, das kann manchmal ein sehr ausgeprägtes Internet sein, was sehr stark ausgebaut worden ist, was sehr schön aussieht. Manchmal ist es eine reine Dokumentenbibliothek. Manchmal ist es irgendwie ein Netzlaufwerk, wo einfach Informationen bereitgestellt werden. Oftmals auch in der Vergangenheit vieles irgendwie hinter einer Wand, ja, on-premise, das heißt fest lokal installiert. Man kommt aus dem Internet nicht drauf, kann nicht drauf zugreifen, also auch nicht von privaten Endgeräten. Ich glaube, das Ja. ist so ein Thema. Ja. Das zweite Thema, was dann gekommen ist, okay, dann hatten sich Unternehmen mit beschäftigt, okay, wie können wir denn auf einmal gerade auch in der Pandemiezeit alle Mitarbeiterinnen erreichen, also auch alle die, die zum Beispiel in der Produktion sind, die keine gemanagten Geräte haben. Dann kam das ganze Thema, ja, mobile Verfügbarkeit von Intranets. Und mobil heißt nicht nur wirklich mobil, sondern auch von privaten Endgeräten, optimalerweise durch Mitarbeiter-Apps. Ja, das heißt, viele reden drüber, haben es vielleicht schon oder denken halt gerade drüber nach. Ja. Und der dritte Punkt, der jetzt ganz, ganz spannend ist, ist das ganze Thema Microsoft und vor allem Microsoft 365, Teams, SharePoint und Yammer. Ja, das sind so Themen, die hatte man in der Vergangenheit, vor allem in SharePoint oftmals. Und das ist etwas, was gerade, ich glaube, ich meine Ziele, Strategieprojekte sind auch innerhalb von Unternehmen, gerade das auszurollen, sind gerade im Rollout, haben schon ausgerollt oder fangen jetzt gerade an, das auszurollen. Viele unserer Kunden machen vielleicht auch von Lotus Notes eine Migration auf SharePoint, und wenige sind noch so auf Google aus, aber eigentlich 95% haben irgendeine Art von Microsoft-Strategie. Ja. Ja, und die vielleicht was man an der Stelle sagen kann, gerade Microsoft war in der Vergangenheit so, dass man da auch alles gesehen hat. Ne? Da könnte sein, da hat jemand noch ein SharePoint 2010 oder 2013 oder 2016 und dann war noch die Frage, ist der jetzt ganz doll verbaut, ist da oder ist der am Standard geblieben und wird dann eben Yammer genutzt und so weiter. Und was sich eigentlich mit Covid geändert hat, dass es immer klar ist, Teams ist gesetzt, Teams ist weitestgehend ausgerollt. Bei Teams, da hört man auch Dinge wie, Mensch, das ging besser, als wir dachten. Und wir hatten einen Rollout von 2 Jahren geplant, dann haben wir das in 2 Wochen gemacht. Das ging irgendwie auch. Also Teams ist da. Teams hat deshalb auch die ganze, sag mal, den Sprung zur Cloud.
massiv beschleunigt. Also da jetzt zu sagen, okay, wir gehen zum Beispiel auf SharePoint Online etc., das geht viel, viel schneller, als man das vorher gedacht hat. Und damit ist jetzt auch klar, dass man sagt, okay, jetzt haben wir Teams. Was machen wir mit SharePoint? Auf jeden Fall wird es SharePoint Online. Wie bauen wir den zum Intranet aus? Ist das ein gutes Intranet, ja oder nein? Da gibt es so eher zwei Lager, aber da kann man noch drüber sprechen. Und dann ist eigentlich noch spannend, dass Yammer, würde ich sagen, gibt es auch zwei Lager. Es gibt die, die Yammer nicht eingeführt haben. Das sind eher gerade, denke ich, in Deutschland die Mehrzahl. Und die, die Yammer eingeführt haben, meistens ist es so, dass das keine große Installation ist, wo man sagt, das sind reiche 70, 80% der Mitarbeiter, sondern es gibt, sie sind eher klein, aber es gibt eine kleine Fangemeinde. Also die es nutzen und sagen, hey, das ist cool, wir mögen Yammer und wir wollen das auch für bestimmte Anwendungsfälle behalten. Ja. Genau. Das ist diese Thema. Genau, und jetzt haben wir hier eine Rückmeldung Typo 3 Intranet. Ja, das ist eine deutsche Besonderheit, Typo 3, aus diversen Ecken. Gab ganz viele Agenturen, haben wir früher auch gebaut mit Typo 3 Intranets mit Open Source. Gibt es auch die ganze Diskussion sozusagen, sollte man dasselbe CMS für eine Internet und ein Intranet machen? Es gab mal eine Zeit, da war das die Best Practice. Heute würde man sagen, das sind zum Teil verschiedene Anforderungen. Aber ja, es gibt viele Typo 3 Intranets draußen. Es gibt Drupal Intranets draußen, auch auf Basis von Open Source. Ja, genau, die sind alle da. Gefühlt ist aber, passiert jetzt einfach die eine Sache, weil Teams da ist. Und Teams zieht quasi wie so ein ganz großer Traktor alle anderen Microsoft-Tools hinter sich her, ist eigentlich, würde ich sagen, SharePoint immer in der Pole-Position dafür, das Intranet zu sein. Und da gibt es dann immer noch ein paar Ausnahmen, vielleicht so was Confluence, Sven, ne? Ja, Das sieht man ja Confluence. oft als Thema, aber selbst in den klassischen großen Confluence-begeisterten Organisationen ist irgendwie SharePoint, dass man sagt, hey, wenn wir Teams haben, warum nicht SharePoint das Intranet? Ne? Genau. Und vielleicht dann als letzter Punkt auch noch, was auch immer so rumschwirrt, ist dann halt dieser Begriff von Digital Workplace. Ja? Also dieses zentrale Eingangstor, wir wollen einen digitalen Arbeitsplatz schaffen für alle. Das war auch mal so ein Strategienszenario, wo man jetzt aber auch in den letzten Jahren stark gemerkt hat, das funktioniert vor allem bei Unternehmen, die sehr homogen aufgestellt sind. Aber im Prinzip der digitale Arbeitsplatz von jemandem aus der Personalabteilung, ja, sieht komplett anders aus als jemand von der IT. Ja? Das heißt, jemand, der im Personal arbeitet, ist vielleicht in SuccessFactors oder halt in Workday unterwegs, jemand im Vertrieb, in Salesforce und jemand aus der IT viel in Confluence oder vor allem vielleicht Microsoft Teams oder SharePoint. Ja? Und das sind so Begriffe, die sind halt irgendwie bei allen, irgendwie, die wir kennen im Unternehmen, von klein bis groß, genau die Themen, die man thematisieren muss und wo sich natürlich auch eine interne Kommunikation jetzt sich fragt, okay, was heißt das jetzt für mich? Jetzt habe ich hier ganz, ganz viele Technologien, die diskutiert werden und Kanäle. Und ja, und das ist so die Ausgangssituation, die wir glauben, die bei Unternehmen vorhanden ist. Und jetzt würde mich mal interessieren, Frank, ich sehe leider den Chat jetzt nicht. Wie ist denn, haben wir das so halbwegs richtig getroffen? Sind wir in die richtige Richtung? Sind wir Ja, komplett falsch? ich würde sagen, ja, also ich sehe noch keine große Proteste. Also es wäre natürlich spannend, jetzt nochmal ein ganz anderes Szenario zu sehen. Genau. Was es als Szenario noch gibt, es gibt die großen, so Content-Management-Systeme, der so von Adobe und so weiter, vor allen Dingen richtig globale Organisationen, die das investiert haben, die aber im Kern auch keine Intranets sind. Also da ist man eher da wirklich dabei, in dem Umfeld, dass man da auch mittlerweile sagt, naja, eigentlich ist es sehr, sehr teuer im Aufbau und das ist überhaupt nicht die Richtung, in die es geht. Ja. Okay, also was man hier schon sieht, ist eigentlich spannend. Microsoft rollt das Feld auf, hat das Thema Collaboration für sich entschieden. Ja, die Frage ist jetzt, wie geht man denn damit jetzt um? Und wir wollen uns so mal ein bisschen dazu, glaube ich, in den nächsten Slides damit beschäftigen. Ja. Genau. Und wie gesagt, nochmal hier Anregung, ruhig in die Chatfunktion reinschreiben, wenn Sie eine andere Meinung haben dazu. Das ist wirklich für uns auch sehr, sehr spannend und für uns auch interessant. Okay, was sind denn die Top 3 Trends für moderne Intranets in 2022? Es gibt ganz, ganz viele Handlungsempfehlungen, es gibt ganz viele Tipps. Wir wollen uns auf die drei wesentlichen fokussieren. Ja? Und auf die möchten wir jetzt auch in den nächsten Folien drauf eingehen. Hier zumindest schon mal die drei aufgelistet. Das erste Thema, mehr Reichweite und Relevanz erzeugen. Ist nicht neu, ist gefühlt ein Dauerbrenner, aber ist immer wichtiger in Zukunft für Intranets. Das zweite ist eine bewusste Entscheidung zum Thema Intranet und Kollaboration. Und der dritte Trend, der, glaube ich, der Trend, der am meisten den Visionscharakter hat, ist der Multi-Channel-Ansatz für die interne Kommunikation.
Und das sind, glaube ich, für uns diese drei Top-Trends, die wir jetzt gerne nochmal diskutieren möchten. Frank, ich glaube, das wird jetzt spannend. Vor allem der letzte Punkt ist, glaube ich, dann auch in Richtung, okay, wie sieht das dann auch im Zusammenhang mit Microsoft 365 aus? Ja? Genau, das gucken Okay, wir uns jetzt mal. fangen wir mal den ersten an. Trend 1, mehr Reichweite und Relevanz erzeugen. Warum ist das so spannend und wichtig? Wir hatten ja im Prinzip eine Internet-Status Quo-Dachstudie gemacht und da kam halt raus, das waren 167 Teilnehmer, also sehr valide, nur 2 von 10 existierenden Internets erreichen alle Mitarbeiterinnen. Ja? Das heißt, das Ziel ist es eigentlich aber auch im Prinzip, dass mehr als 72% der internen Kommunikatorinnen im Prinzip alle Mitarbeiterinnen erreichen wollen, sowohl die mit festem Arbeitsplatz als auch die ohne festen Arbeitsplatz. Also sei es Leute oder Mitarbeiterinnen, die in der Produktion sind oder halt auch im Vertrieb sehr viel mobil unterwegs sind. Aber die Realität sieht komplett anders aus. Und die Realität sieht nämlich so aus, dass eigentlich nur knapp 17% der internen Kommunikatoren alle Mitarbeiter erreichen. Und hier geht es gar nicht darum, ob die Botschaft ankommt, ob die Nachricht oder die Themen, die man kommunizieren möchte, bei der Belegschaft angekommen ist, sondern hier geht es wirklich faktisch um den technischen, digitalen Zugang zu internen Kommunikation und zum Dialog. Ja? Und das ist deswegen ganz wichtig für das Thema mehr Reichweite und Relevanz, weil natürlich auch das Thema Mobil da eine Rolle spielt, Frank. Ja? Ja, genau. Und vielleicht dazu noch ein anderer Aspekt, der oft übersehen wird und der gerade im mobilen Umfeld eine große Rolle spielt. Es ist fast zu viel Fokus auf diesem rein Frontline-Thema. Also jemand, der ein Servicetechniker ist oder jemand, der an der Kasse steht oder der in einem Bus fährt. Was wir sehen, ist, jeder von uns, der am Schreibtisch sitzt, ist ja auch ein mobiler Arbeiter oder eine mobile Arbeiterin, weil wir auch selber ganz viel auf unser Smartphone schauen jeden Tag, wenn du mal eins weitergehst. Es gibt so Studien, auf der linken Seite kann man jetzt verschiedene, muss man auch ein bisschen aufpassen, so Desktop versus Mobile. Wenn man jetzt anguckt, Total Visits, also wie oft schaut man auf ein Gerät am Tag, dann ist es relativ klar, dass Mobil da Desktop komplett überholt hat in dem Umfeld und eine ganz klar dominierende Rolle spielt. Und das spielt es für alle Mitarbeitenden. Das heißt, ein Trend, und das sehen wir hier als einem Beispiel von der Hamburger Sparkasse zum Beispiel, da sitzen auch alle an dem Schreibtisch. Und dort ist trotzdem der Wunsch da, zu sagen, wir wollen den mobilen Kanal stärken. Ja? Weil das nicht nur für junge Mitarbeiter wichtig ist, sondern weil es für alle ein Kanal ist, auf den sie einfach jeden Tag viel mehr schauen als auf den Desktop. So, und das würde ich insgesamt hier als einen wichtigen Trend sehen. Mobil wird ein, sagen wir mal, Mainstream-Thema. Es wird kein reines Thema für jetzt Organisationen, die nur Frontline-Worker haben. Und ich glaube, was wir auch gesehen haben, das ist jetzt noch ein anderer Aspekt dieser mobilen Apps, ist, dass das natürlich ein paar Folgen hat und ein paar, sagen wir mal, Learnings, die man in dem Umfeld teilen kann. Richtig? Richtig, genau. Also wichtig ist wirklich die Aussage, die Mitarbeiter-App oder der mobile Kanal ist eigentlich eine Pflichtanforderung für ein zukünftiges Internet. Also wer ein Internet heutzutage jetzt plant für nächstes Jahr, muss einen mobilen Kanal oder eine App im Prinzip als Pflichtanforderung definieren. Ja? Und das hat auch verschiedene Aspekte. Ja? Frank hat ja gesagt, das eine ist das Technische, etwas mobil verfügbar machen. Das Spannende ist, es hat auch die interne Kommunikation evolutioniert in dahingehend, dass man sagt hat, man hat auf einmal eine komplett neue Zielgruppe entdeckt und erreicht. Ja? Also gerade die DL, die ja parallel den Vortrag hat, die hatten dann das erste Mal ein Gefühl dafür, wie dann im Prinzip die Mitarbeiterinnen, die halt draußen unterwegs sind, überhaupt ihren Alltag bewältigen, ja? Wie sie arbeiten, wie sie durchgetaktet sind, was das dann eigentlich bedeutet. Das heißt, man hat sich komplett darauf eingestellt, wie möchten die denn eigentlich auch mit Informationen bekommen, welche möchten sie bekommen, auch in welcher Art und Weise. Ja? Das heißt, dieser gesamte mobile Kanal hat zum Umdenken und zur Einfachheit gezwungen, weil man kann ja kein komplexes Internet einfach mobil darstellen. Da findet sich ja dann auch keiner zurecht. Und es haben sich natürlich unglaublich viele neue Kommunikationsformate etabliert. Wir sagen es ganz einfach: Video vor Audio, vor Bild vor Text. Ja? Die Mitarbeiterinnen, die im Prinzip den ganzen Tag unterwegs sind, zwischen Kunden im Prinzip mal kurz im Auto sitzen, haben dann vielleicht eher die Zeit, sich mal einen Podcast anzuhören oder bei der Mittagspause im Prinzip kurz das letzte Update von dem Teammeeting zu sehen. Das heißt, die gesamte Art der Weise, wie man kommuniziert, hat sich geändert. Und auch jemand wie bei der DPDL hat gesagt, den ersten
Das erste Lesson, was wir hatten, ist, wir können die Inhalte vom Intranet nicht eins zu eins aufs Mobil übertragen. Das wird nicht funktionieren. Ja? Und was auch wichtig ist, und das hat auch dazu geprägt, durch die Mitarbeiterinnen-Apps im Prinzip, hin auch zum Intranet, ist das ganze Thema Dezentralisierung fördern und fordern. Ja? Da sprechen wir auf das Thema Relevanz an. Relevanz ist ja im Prinzip etwas, was aus zwei Dimensionen besteht. Das eine ist, wir informieren Mitarbeiterinnen mit den Informationen, die sie auch wirklich benötigen, entsprechend ihrer Rolle im Unternehmen, automatisiert optimalerweise. Und das zweite ist aber auch, dass die, ich sage jetzt mal, die Inhaltsverantwortlichen für gewisse Bereiche die Inhalte selbst verwalten und managen und auch erstellen können. Ja, weil die wissen ja im Prinzip, was die Kollegen und Kolleginnen eigentlich benötigen an Informationen, in welcher Art und Weise sie bereitstellen wollen, natürlich auch basierend auf Analytics. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Ja, und ich glaube, das sind alles Themen, die durch einen mobilen Kanal sich in der internen Kommunikation sehr stark gewandelt haben und die halt auch ein Intranet in Zukunft auch, denke ich, meiner Meinung nach erfüllen muss. Ja, Frank? Ja, richtig. Und wir haben jetzt hier noch eine Frage zum Thema, gerade an der Stelle, wie überwindet man erfolgreich das Bring-Your-Own-Device-Problem von mobilen Apps? Vielleicht dazu ganz kurz zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist dieser ganze rechtliche Datenschutzaspekt, dass man den einfach so gestaltet, dass die App auch von dem Datenschutz oder von dem Betriebsrat freigegeben wird. Also so ein Beispiel ist so typischerweise, dass man sagt, auf der App wären keine Daten gespeichert, die zum Beispiel auf dem Gerät gespeichert werden. Die App macht keine Positionsprofile und saugt da keine Daten von einem mobilen Gerät ab. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist so der Motivationsbereich. Da ist es wichtig, dass die App an sich so wertvoll ist, dass für Mitarbeitende das klar ist, dass sie sagen, hey, das lade ich mir runter, das macht Spaß, ich habe die Inhalte hier drin, die für mich wertvoll sind, da sehe ich meinen Schichtplan drin, etc. Und dann kann man dieses Problem in dem Umfeld sehr gut im Griff bekommen. Das sind so die zwei Pole, um die es da geht. Und vielleicht noch als Ergänzung das Thema Freiwilligkeit. Oftmals ist dieser mobile Kanal natürlich auch freiwillig, ja. Und damit kriegt man da auch die Freigaben, dass man sagt, wir zwingen ja die Mitarbeiterin nicht, diese App zu installieren, sondern die machen es freiwillig. Richtig, das ist Content, ja. Wichtige Basis. Ansonsten geht das, also im Großteil ist es freiwillig, gerade wenn Sie auf persönliche Geräte gehen, ist es immer freiwillig. Ja. Genau. Okay. Gibt es noch weitere Fragen, Frank? Ansonsten würden wir auf den Trend 2 gehen. Dann gehen wir auf den zweiten Trend, genau. Ganz spannend. Wir haben wieder auch als erstes nochmal gebracht aus unserem Ergebnis unserer Dachstudie. Ist Kollaboration Teil eines Intranets? Ja, nein. Mehr als 50,3% der Teilnehmerinnen haben gesagt, ein Intranet, Social Intranet ist umfasst viele Themen, aber nicht mehr die Kollaboration. Die anderen 50% sind da noch anderer Meinung. Das ist für uns sehr, sehr spannend. Das heißt, das wird kontrovers diskutiert. Und ich glaube, auch vor 10 Jahren, Frank, wäre das Thema vielleicht ganz anders ausgegangen, gerade wo das Thema Social Intranet Anfang 2010 so immer bekannter und größer geworden ist, das Thema. Da hat man noch versucht, eine Plattform für alles zu schaffen. Das heißt, eine Plattform, die im Prinzip Kommunikation abdeckt oder auch Kollaboration. Und ich glaube, diesen Trend sehen wir halt auch. Und Frank, da hast du ja auch im Prinzip hier nochmal das ganze Thema, wo kommen wir eigentlich her aus dem Intranet? Und was hat sich jetzt auch durch Microsoft dann geändert? Ja, ja, genau. Ich glaube, wenn du nochmal klickst, ich glaube, wir können dann, genau. Das ist wirklich aus unserer Sicht vorbei, dass das Thema Zusammenarbeit im Intranet stattfindet. Und das ist, die Umfrage ist jetzt halbe halbe. Es ist toll für eine Umfrage, weil man klar sieht, hey, da ist wirklich ich finde eine Frage, wo wirklich verschiedene Meinungen existieren. Aber ich denke, an der Stelle haben die Fakten gesprochen. Ja, also die Microsoft Teams ist klar die Heimat für Kollaboration. Wenn man das jetzt vor 10 Jahren schon gehabt hätte, dann hätte man da nicht so bei Social Intranets Teamräume damit rein geplant und das als Konzept etabliert. Das wandert zu Teams und das ist für Intranets ist das nur eine gute Nachricht, weil damit ganz viel auch im schlimmsten Falle Chaos, einfach viele Inhalte, viele auch unaktuelle, die einfach so passieren, viel Überforderung an Inhalten in ein anderes Tool abwandern, das das besser und übersichtlicher organisieren kann und Zusammenarbeit besser organisieren kann. Und damit kann ich Intranets wieder als das machen, was sie gut können, nämlich dieser transparente Ort zu sein, wo was ist wirklich wichtig, also so den Tagesschau-Charakter, ne, den kann ich das Intranets da viel mehr stärken, als wenn diese Kollaboration da drin ist. Und das ist
ist wirklich, ich weiß, wir klingen ein bisschen wie eine gesprungene Schallplatte, das ist aber wirklich anders und das ist neu. Ja? Und das hat viele Auswirkungen und ich höre das, ich freue mich super, wenn wir haben gestern einen Termin gehabt, da hat jemand gesagt, hey, wir wollen so ein Frontdoor-Intranet oder jemand sagt, wir wollen ein Kommunikations-Intranet. Das sind genau die Richtungen, die es daraus geht, wo man sagt, hey, uns ist klar, dass Kollaboration da nicht mehr stattfindet, sondern wir wollen diesen Kommunikationsfokus und wir wollen den Fokus auf eher offizielle Kommunikation. Und wir müssen ja auch ehrlich sagen, Frank, ich meine, vor 10 Jahren haben wir ja auch Internets gebaut. Wir haben deswegen auch zum Beispiel neben Typo 3 auch Internets gebaut, basierend auf Drupal, eine Open Source, die halt auch im Prinzip Kollaboration mit abdecken könnte oder kann, ja. Und ja, haben auch geglaubt, es macht natürlich total Sinn, so eine Plattform zu bauen. Aber das hat einfach sich gezeigt in den letzten Jahren, auch natürlich auch durch den Hype, durch Microsoft und Teams, dass das gar nicht zielführend war und dass wir halt sehr, sehr viel Leichtgewichtigkeit auch in dem Frontdoor-Internet-Ansatz verloren haben. Ja, ich glaube, da würden wir auch wahrscheinlich im Vergleich zu vor 10 Jahren auch heute denken wir halt auch anders und sehen einfach diesen Trend. Ja? Das ist ganz klar, ja. Und deswegen auch ganz klar, deswegen ist uns, glauben wir, dass der Trend 2 in die Richtung geht, klare Trennung von Kommunikation und Kollaboration. Und wir sehen gerade bei Kunden und Kundinnen, die im Prinzip genau diesen Weg gegangen sind, wie hier zum Beispiel mal ein Beispiel von MAN, dass sie gesagt haben, wir bauen ein Frontend-Internet auf, was sehr fokussiert auf Kommunikation und Information für alle ist. Natürlich auch trotzdem personalisiert. Das heißt, es gibt Informationen, die alle Mitarbeiterinnen erreichen sollen. Und dann gibt es natürlich Informationen für gewisse Geschäftsbereiche, für gewisse Standorte oder auch Abhängigkeit von dem, wo ich tätig bin in dem Unternehmen. Und dann aber auch klare Trennung zu alles, was innerhalb von Abteilungen, Projekten passiert. Also was relativ schnell Richtung Zusammenarbeit geht, passiert dann wirklich im SharePoint-Teams. Ja, und halt bei manchen Kunden halt, wenn wir über so ein Enterprise-Social-Network reden, dann, was Frank auch erwähnt hat, ja, mal gegebenenfalls noch parallel. Und das Erstaunliche ist wirklich, dass diese Kunden, wenn es dann zum Beispiel um Reichweite geht bei Information und Kommunikation, aber auch bei Engagement, das heißt Interaktion, viel besser dastehen, als wenn man jetzt auf Konferenzen geht zum Thema Intranet, dort auch alte Intranets vergleicht, die alles abdecken. Von den Zahlen sind die definitiv besser. Das zeigt also auch, dass dieser Schritt Trennung zu Kollaboration auch absolut sinnvoll ist. Ja? Absolut, ja. Jetzt gibt es dazu erstmal noch Fragen oder gibt es andere Meinungen dazu? Das ist spannend für uns. Fragen. Ja, das vielleicht nochmal an der Stelle, die Frage, gibt es andere Meinungen, gerade im Bereich Kollaboration? Vielleicht hat ja jemand, es ist durchaus möglich, gerade bei kleinen Organisationen, dass man das weiterhin zusammenfasst. Da kommt es so ein bisschen auf die Größe an, also das ist ganz klar. Ne? Es gibt noch die Frage, wo finden die Prozessunterstützung bei dem Frontdoor-Intranet statt? Kein Bestandteil des Intranets mehr. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ein Großteil ist wirklich ein Absprung. Ja? Und das hat vor allen Dingen einen großen Grund. Vor 10 Jahren, alles, was so Prozesse war, wenn man in irgendein SAP, HR und so weiter System gesprungen ist, das war nicht so gut, sagen wir mal ganz vorsichtig. Deshalb gab es einen großen Anreiz zu sagen, hey, lasst uns ein paar Sachen aus diesem Prozesssystem möglichst nutzerfreundlich im Intranet abbilden. Man hat da viel Geld reingesteckt. Je besser diese Systeme werden, in die man abspringt, desto beruhigter kann man den Nutzer oder die Nutzerin dann auch abspringen lassen, würde ich sagen. Also das ist ein Trend und das heißt, so ein modernes Personalsystem kommt mit einer eigenen App etc., da würde ich sagen, da macht es überhaupt keinen Sinn, das ins Intranet einzubauen, sondern dann sollte man einen definierten Absprung schaffen, um das zu tun. Ja, also eher das als Strategie an der Stelle. Und was wir auch immer empfehlen, ist die Art der Prozesse. Also einen Prozess auch mobil zu digitalisieren, der vielleicht einmal vorkommt, Ausscheiden von einem Mitarbeiter, was vielleicht jetzt nicht so oft passieren sollte, versus, okay, ich stelle jetzt einen Urlaubsantrag oder habe irgendwie wöchentliche oder monatliche Prozesse, da macht es durchaus Sinn, mal drüber nachzudenken, das auch zu integrieren, aber da muss man genau wirklich abwägen, wie oft passiert dieser Prozess, was ist das für eine Art von Prozess und dann gibt es auch sicherlich Szenarien, das zu machen. Ja, ja. Ja. Jetzt noch die andere Frage, wollen wir auch kurz antworten, wie kann das Kommunikationsintranet denn die Kollaboration unterstützen, Fragezeichen, durch Absprungpunkte zum Beispiel. Ne? Ich würde an der Stelle, vielleicht hast du da einen anderen Punkt noch, Sven, ich würde sagen, wieder durch Transparenz. Ne? Also wenn man jetzt Kollaboration hat und sie haben jetzt bestimmte, zum Beispiel auch Communities oder bestimmte Teamräume, die wichtig sind, das wieder zusammenzufassen an einem Ort und zu sagen, hey, hier sind unsere 5 Top-Projekte und hier sind die Ressourcen dazu. Ne?
Das kann ein Kommunikationsintranet immer wieder tun. Oder auch sagen, wenn ich so ein E-Mail-Newsletter habe und sage, hey, was sind die Top-News aus unseren Projekten? Was solltet ihr wirklich wissen? Also dieses Leuchtturm, dieses Herausheben aus diesen Kommunikationen von Dingen, von wo man plötzlich mal Reichweite braucht, das sind Dinge, die man da ganz klar sieht. Genau, das kann ich nur unterstreichen. Das sehe ich auch so. Ja, das heißt, das ist dann wieder klassische Kommunikation, darüber zu berichten. Und dann hat man im Prinzip das vereint. Aber dann haben wir natürlich auch das ganze Thema Microsoft. Und da kommen wir genau später drauf, wie man genau, da müssen wir uns jetzt ein bisschen, wenn ich auf die Zeit gucke, müssen wir uns da ein bisschen jetzt gut dahin bewegen. Gehen wir mal zum dritten Punkt. Also trotzdem schreiben Sie ruhig nochmal rein, wenn Sie der Meinung sind, Kollaboration und Kommunikation gehört auf eine Plattform, in ein Intranet. Das interessiert uns natürlich ganz brennend. Schreiben Sie ruhig nochmal, vielleicht haben wir zum Schluss auch nochmal Zeit. Ja? Trend Nummer 3. Und das ist, glaube ich, jetzt das, was ich am faszinierendsten persönlich finde, weil ich glaube, das ist etwas, was noch einen sehr Visionscharakter hat, wo wir aber glauben, dort wird die Reise hingehen in Zukunft, Frank. Und das ist das ganze Thema Multichannel-Ansatz für Kommunikation. Was sagst du dazu? Genau, ich habe es ja vorhin schon mal in meinem ersten Vortrag so ein bisschen erwähnt. Was wir sehen, ist einfach, es gibt diesen einen Ort nicht mehr so sehr. Ne? Also früher war es der eine Ort und das war immer auf dem Desktop und das war die erste Seite und da konnte man, da hat es auch gereicht, dass man den Ort einfach das nennt, was er ist. Also zum Beispiel früher hat man gesagt, hey, das steht im SharePoint. Und da wusste man, ja, das SharePoint, klar, das ist im Desktop das, ne? Wenn man das heute, es fängt schon an, wenn man das irgendwie dann mobil hat, reicht ja nicht mehr, dass ich sage, es steht im SharePoint. Also ich muss der Sache ja irgendeinen Namen geben, wo ich sage, die erkenne ich am Desktop und die erkenne ich mobil und vielleicht erkenne ich die auch in einem E-Mail-Newsletter. Das bedeutet, der Ort löst sich auf, aber ich brauche weiter eine Identifikation, ja? Die über Channels hinweg funktioniert. Ja? Deshalb reden wir da von einem Multi-Channel-Ansatz. Und manchmal gab es auch immer so Diskussionen mit anderen Intranet-Experten, könnte man das interpretieren, dass man sagt, hey, das Intranet ist tot, es gibt einen Multi-Channel-Ansatz. Im Kern heißt das aber weiter, es gibt das Intranet, es gibt nur verschiedene Kanäle, ne, in denen es stattfindet. Ja, wollen wir uns mal angucken, wie wir das... Und hier mal auch ein Beispiel, wie wir das gleich sehen. Also hier nochmal, warum wir auch glauben, auch aus der Praxis, warum das sicherlich garantiert ein Trend sein wird. Ich hatte ja im Prinzip verantwortlich für das große Intranet der Telekom und habe parallel auch eine Mitarbeiter-App für eine Transformation eingeführt. Und was wir hier sehen, ist zum Beispiel ein Beispiel, wir hatten im Prinzip für den Außendienst, die sind eigentlich 8-9 Stunden draußen unterwegs, machen ihre Anschlüsse, also haben aber im Prinzip Laptops, können auf das Internet zugreifen, also haben alle gemanagte Geräte und wir haben dann trotzdem eine Mitarbeiter-App eingeführt und haben hier zum Beispiel mal eine Post gemacht, wir wollten Tablets testen in der Pilotierung für den Außendienst und haben gesagt, man kann sich für diese Pilotphase bewerben, indem du kommentierst und was zu deiner Person sagst. Und da sehen wir links im Prinzip die Reaktion im Intranet mit 35 Kommentaren und 913 Aufrufen und dann halt in dieser mobilen App mit 371 Kommentaren und fast über 8000 Aufrufe von einer Zielgruppe, die etwa 7 bis 8000 Mitarbeiter hat. Also man sieht, und das ist das Entscheidende, was wir auch sagen wollen damit ist, es geht gar nicht mehr darum, dass man mit der Mitarbeiter-App zum Beispiel alle Mitarbeiterinnen erreicht, sondern wirklich auch darum, die Mitarbeiterinnen nachher auf verschiedene Kanäle anzubieten und sie dort zu erreichen, wo sie erreicht werden wollen. Ja, das ist auch ein bisschen das, was Frank gesagt hatte erst. Mobil sind alle und nicht nur die Frontliner, sondern auch die Office-Worker. Und deswegen glauben wir nämlich halt auch, das sehen wir hier, dass diese wie ein neues Intranet oder Kommunikationsplattform aussehen kann. Frank, vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, bevor wir dann auf die zwei Szenarien eingehen. Richtig, also die Idee ist zu sagen, ich denke in Kanälen und die Kanäle biete ich bestimmten Zielgruppen an. Mobil ist sicher ein Kanal, Desktop ist sicher ein Kanal, Microsoft, insbesondere Microsoft Teams ist so wichtig geworden, dass es ein eigener Kanal ist. Das heißt, was auch immer ich tue, es muss auch in Teams da sein und funktionieren. Und dann gibt es weitere Kanäle. Für viele sind zum Beispiel nach wie vor Terminal-PCs ein wichtiger Kanal, sind Bildschirme an der Wand, in Pausenräumen ein Kanal. Wir denken, E-Mail ist weiter ein sehr unterschätzter Kanal, der insbesondere dafür da ist. Das Spannende bei so einem Kanal ist ja, wenn der so einen anderen Charakter hat, E-Mail hat eher so einen auch zusammenfassenden Charakter. Ne? Ich kann sozusagen die Top-Sachen der Woche oder des Monats, die ich dann nochmal raussenden kann. Das sehen wir als Zukunft und was das Einzige jetzt für die Kommunikation ist und für ein Intranet ist, schaffe ich es über diese Kanäle hinweg, meine Identität zu behalten, dass man mich wiedererkennt. Ne?
Und dass ich sage, hey, das ist, da ist die Information, die ist verbindlich. Deshalb ist Branding einfach ein Thema, was weiterhin eine große Rolle spielt. Ja, es war schon immer so, wie ist das Intranet-Logo, wie ist der Intranet-Name? Ja, es wird es weitergeben und es wird dann eben dann in den einzelnen Kanälen anders auftauchen. Und auf der anderen Seite, was es geben wird und geben muss, ist irgendeine Art von Plattform, die das zusammenhält, wo, weil man kann jetzt ein Redaktionsteam nicht zumuten, zu sagen, ihr postet jetzt in 5 Kanälen. Ja? Also, oder ihr überwacht 5 Kanäle, wie da Feedback ist oder wie die Analysen sind oder wie das von Mitarbeitenden genutzt wird. Also, es gibt also, und das Spannende an diesem Bild ist, ja, da können wir jetzt lange drüber reden. Eigentlich ist das, die alten Intranets sind genau andersrum. Da hatte ich verschiedene Redaktionsumgebungen. Da kommen aus dem HR-System und Prozesssystem und hier noch was und da aus dem Confluence. Und dann habe ich das versucht, an einer Stelle für den Nutzer in einem Dashboard, suchbasiert manchmal und möglichst fancy Dashboard zusammenzufassen. Das ist aus unserer Sicht eher die ältere Welt. Das Spannende ist es jetzt genau umzudrehen und zu sagen, ich erreiche den Nutzer da, wo er ist, aber ich starte es von einem Punkt aus, weil das viel, viel einfacher ist für alle, die Inhalte erstellen, weil und am Ende ist, wenn es denen gut geht und die sich wohlfühlen, die Inhalte erstellen, dann umso attraktiver ist das System. Genau, früher hat man auch immer so von Portallösungen gesprochen, um das halt irgendwie zu vereinfachen. Und das ist genau der andere Ansatz, den wir früher gegangen haben. Und wir erleben gerade in der Praxis halt auch, dass viele, die früher auch vor 5, 6, 7 Jahren Portallösungen aufgebaut haben, jetzt wieder sagen, oh, wir haben echt ein Kommunikationsdefizit. Wir haben zwar so ein Portal gebaut, aber im Prinzip erreichen wir nicht alle Mitarbeiterinnen und wir erreichen sie nicht da, wo wir sie erreichen wollen. Ja, so, das ist ja hier wirklich, und das ist ja hier wirklich so das Beispiel, jemand, der in der Produktion ist, der ruft natürlich weitestgehend die Mitarbeiter-App ab. Aber jemand, der zum Beispiel am Büroarbeitstisch sitzt, der nutzt vielleicht am Tag Teams und dann auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause, ruft er dann die mobile App auf oder auch in der Pause, um die neuesten News zu sehen, um den Speiseplan zu sehen, auf dem Weg zur Kantine zum Beispiel. Das heißt, man muss wirklich mehrere Kanäle zur Verfügung stellen. Und das Schöne ist dann halt, wenn man das nämlich schafft, diesen Trend zu gehen, hat man dann auch im nächsten Schritt natürlich auch Analytics darüber, wo denn wie welche Sachen bei welchen Zielgruppen funktionieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache, glaube ich, in Zukunft. Und wir glauben, das kann in die richtige Richtung gehen. Bevor wir jetzt auf die zwei Szenarien... Vielleicht nochmal kurz Reaktion auf 2 Fragen. Okay, Das eine ist, erkennen Sie, dass gewerbliche Mitarbeiter oft überfordert sind und auf verschiedene Plattformen kann ich dazu informieren? Ja, das ist richtig. Deshalb ist es so wichtig, also gerade zum Beispiel bei einer mobilen App, dass man sagt, hey, das ist die App und ich versuche in der verschiedene Anwendungsfälle zusammenzufassen, also nicht sagen, ich habe eine News-App und hier ist die Speiseplan-App und hier ist die Standort-App und da ist die HR-App, sondern zu sagen, das ist die eine Mitarbeiter-App, die das zusammenfasst, absolut richtig. Was aber für dieses Plattform-Orte-Destination, deshalb reden wir da so drüber, wirklich dann das andere Wichtige ist, dass man eben dieselben Begriffe verwendet und sagt, okay, die News, also Beispiel ist unser Kunde Fiesmann, der hat die App genannt V2Go, ja, und V2Go hat er als Begriff auch genutzt für das Intranet. Ja? Und V2Go hat er dann aber auch genutzt für interne Events, um zu zeigen, hey, da ist die verlässliche Information. Also es ist dann, man kann verschiedene Plattformen nutzen. Wichtig ist, dass man dort eine Wiedererkennbarkeit hat. Zweite Frage war, kann man ungefähr sagen, wie viele Mitarbeiter man bräuchte für das Optimalszenario, viele Kanäle mit circa 1000 Mitarbeitern zu bedienen? Ich würde sagen, das Spannende ist mit diesen Kanälen, dass man nicht mehr Arbeit hat, sondern dass man sagt, ich habe einen Ort, wo man das erstellt und dass viele Dinge automatisch auf die Kanäle gehen. Es gibt so verschiedene Ansätze, wie viel Comms, Personen, Vollzeit man pro Mitarbeiter hat. Ich glaube, da gibt es so eine Daumenregel, ist so eine Stelle pro 1000. Gibt es aber plus minus, ne? Also verschiedene Organisationen, Banken investieren normalerweise mehr, Gesundheitsorganisationen weniger, da kann man noch so ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld sie da sind. Wichtig ist einfach, moderne Kommunikation funktioniert ganz viel auch mit also Teilzeit-Comms, also Leuten, die es nebenbei machen und genau, Bank, da müssen sie eigentlich schon ein bisschen noch ein paar mehr Ressourcen haben. Also moderne Comms funktioniert auch viel mit Teilzeit, also die wichtige ist, kann ich diese Kanäle auch Leuten zur Verfügung stellen,
die nicht Vollzeitredakteure sind. Genau, vielleicht eine Ergänzung, weil das wahrscheinlich dann auch ein Missverständnis war. Also was die Kommunikationsplattform, was der Redakteur dort nicht macht, er stellt nicht eine News in vier Formaten für Mitarbeiter, App, Desktop und Microsoft, wie man es vielleicht auch Social Media kennt. Ich habe einen separaten Post für Twitter und für Facebook und für LinkedIn. Nein, er stellt die News oder auch die Information an einer Stelle und muss sich gar keine Gedanken darüber machen, wo die Mitarbeiterinnen im Prinzip das dann abrufen. Die werden automatisch auf die App, automatisch auf den Desktop, automatisch in Microsoft Teams dargestellt. Und deswegen ist es gar nicht mehr Aufwand. Ja. Ja, genau. Okay. Perfekt. Wir gucken auf die Zeit und zwei mögliche Szenarien mit Microsoft 365. Das ist für uns, glaube ich, ganz, ganz spannend, Frank. Vielleicht fängst du einfach mal an, diese zwei Optionen darzustellen, und da würde auch unsere Meinung von Ihnen mal interessieren. Ja? Im Sinne der Zeit versuchen wir das abzukürzen. Was wir die ganze Zeit ja gesagt haben, das Intranet verändert sich und es wird als Charakter mehr ein, nennen wir es ein Frontdoor oder Kommunikationsintranet haben. Ja? Das sehen wir ganz klar. Und die klare Aussage ist, die man sich jetzt schnell stellen kann, kann SharePoint das? Ja? Und die Aussage an der Stelle ist, ja, SharePoint kann das. Also SharePoint kann genauso aufgebaut sein. Man hat klassischerweise SharePoint-Intranets oft so zweiteilig aufgebaut, so aus so einem Kommunikationsteil und so einem Kollaborationsteil, wo die Teamsites waren. Aber SharePoint ist als Intranet grundsätzlich mal geeignet, um das zu tun. Ja? Es hat ein paar Herausforderungen. Man muss ziemlich viele Dinge konfigurieren. Also man hat immer noch technischen Aufwand, den man reinstecken muss. Und was so ein bisschen schade ist nach wie vor bei SharePoint, Microsoft denkt SharePoint nicht wirklich als Intranet, sondern hat so ein Content-Management-System gebaut, was man zu einem Intranet machen kann. Das heißt, sie haben weiterhin ein aufwendiges Projekt, um das zu tun. Aber wenn man das reinsteckt, kann SharePoint ein gutes Intranet sein. Und das ist auch jetzt, wenn man sich fragt, wie passt Staffbase dazu und wie passt eine Mitarbeiter-App dazu? Deshalb bieten wir auch für Kunden, die SharePoint Intranet haben, eine Lösung an. Wir nennen die News Central, die man nahtlos in SharePoint integrieren kann, um dieses SharePoint Intranet zu nutzen und die komplette News-Funktionalität, diese Multikanal-News-Funktionalität komplett von Staffbase nutzen zu können. Ja? Also diese Option 2, SharePoint ist ein Desktop-Intranet, völlig valide Option, die wir sehen und die weiter existieren wird. Was wir noch dazu anbieten als eine zweite Option ist, dass man Staffbase als Intranet nutzt und Staffbase das Frontdoor-Intranet ist. Ja, wir haben das dafür noch, ich denke, ein Stück weit mehr optimiert, weil es auch mobil sehr gut funktioniert und sehr nahtlos mit der App funktioniert. Aber das ist am Ende hier eine Entscheidung, die man je nachdem treffen kann, wo man sagt, was haben wir denn mit SharePoint vor? Wie sind die Erfahrungen mit SharePoint? Sind denn alle lizenziert für Microsoft? Und wie wichtig ist uns eigentlich, dass das Intranet wirklich mobil, nahtlos, richtig toll funktioniert? Ne? Und wenn das der Fall ist, dann ist man eher bei Option 2. Aber wenn man jetzt eher bei einem SharePoint-Intranet ist, bei Option 1. Und wenn man eher bei einem SharePoint-Intranet ist, dann ist man hier bei Option 2. Also das an der Stelle wichtig. Wichtig ist jetzt in einem Microsoft-Umfeld nur, nicht zu sagen, ich brauche kein Intranet mehr, das ist alles irgendwie Teams. Und Teams kann auch so ein bisschen Wiki-Seiten und was auch immer. In mittelgroßen bis großen Organisationen wird das nicht funktionieren. Ich kenne aktuell keinen Intranet-Experten, der sagt, ja, das funktioniert gut, ist eine tolle Option. Ja. Richtig. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, ja, dass man sagt, gerade wenn es auch um Top-Down-Kommunikation geht und Dialoge, Content-Formate, dann ist es halt, das geht ja gar nicht, das kann man gar nicht mit Teams realisieren. Wir sagen ja auch Inhaltsformate. Es geht ja nicht darum, über eine Strategie eine News zu schreiben, sondern halt auch gegebenenfalls Interaktion zu fördern und zu fordern, ja, in eine Kombination mit verschiedenen Inhaltstypen, sage ich jetzt mal News und Seiten und vielleicht auch eine Umfrage. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die interne Kommunikation. Und deswegen glauben wir halt einfach, dass man eine Kommunikationsplattform schaffen muss in Kombination mit Microsoft 365 oder halt auch gegebenenfalls mit anderen Technologien. Ja, ja. Wenn wir auf die Zeit gucken, Sven, haben wir denn noch was zu... Wir sind durch. Nochmal Feedback dazu. Auch vielleicht um genau, also... vielen Dank für Ihre Zeit. Es ist 10 Uhr. Es gibt jetzt eine Pause. Die geht jetzt 10 Minuten und dann beginnen 10.10 Uhr die nächsten Sessions. Gerne kurz Feedback hier geben, wenn Sie sagen, hey, das war interessant. Wenn Sie noch Punkte haben, die Sie uns fragen wollen, gerne. Wir bleiben jetzt hier auch noch kurz drin und freuen uns da auf weitere Fragen und Diskussionen heute an dem Tag. Und ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die DHL war schon ein ganz schön
Harte Konkurrenz vor uns. Harte Konkurrenz. Aber alles klar, dann genau. Und wir haben auch ein bisschen was über die Trends auch geschrieben. Wir haben auch so Blogartikel dazu. Also gerne auch nochmal uns auch googeln, da finden Sie uns. Und wenn es andere Meinungen gibt, gerne hier teilen nochmal. Ich habe noch 2 Minuten. Lange bleibe ich hier noch gerne drin. Achso, du musst in den anderen Vortrag. Naja, wir haben, geht erst 10 nach los, aber ich meine, mich interessieren ja immer auch noch andere Meinungen und so, weil wir reden ja mal und tauschen uns ja auch regelmäßig mit anderen Beratern aus oder auch mit anderen Kunden, die ganz andere Internets haben. Und das ist für uns immer sehr spannend, mit Frank zu sehen, wie sieht das denn aus? Ja, wir kennen natürlich, ich glaube, wir haben einen relativ guten Einblick in die Welt, aber man lernt ja auch immer wieder was Neues dazu. Ja, ja, man merkt ja, also hier hat jemand gesagt, super hilfreich mit vielen praktischen Ansätzen, vielen Dank. Genau, das, Sie merken schon, wir hätten uns auch gern ein bisschen gestritten, weil das, da wird es ja erst spannend. Oder was heißt gestritten? Aber wir haben uns gestritten dahingehend, dass wir ja uns auch weiterentwickelt haben. Wir haben ja auch im Prinzip Social Internet vor 10 Jahren auch anders gesehen, ja, und sehen einfach jetzt einen anderen Trend, aber ja, ich glaube, dass wir streiten uns ja mit anderen halt lieber. Das ist schon spannend. Gut, also. Oh, da kommt noch eine Frage. Achso. Ja, welche Bedeutung hat denn eurer Meinung nach der interne Blog via WordPress? Also, das Spannende ist, der Blog ist für mich erstmal nur ein Feature. Ne? Und der sagt, man kann ihn auch platt sagen, ist ein News-Kanal. So, und jetzt ist die Frage, was man daraus macht. Das eine ist, dass ich sage, das ist ein Comms-Tool. Das heißt, ich gebe das im Redakteur oder Redakteurin mit ein paar mehr Rechten. Das heißt, ich kann Push-Nachrichten senden und ich kann da bestimmte Dinge tun. Das ist das eine. Und das andere ist, die Grundidee des Blogs war, ich gebe es jedem, jeder kann anfangen zu bloggen und jeder kann sozusagen so ein eigenes persönliches Tagebuch führen, andere können dem folgen, etc. Dieses Konzept, dass man das komplett demokratisiert und jeder das macht, am Ende sind ja Microblogging-Plattformen nichts anderes als genau das. Wir sehen, dass die so in der großen Skalierung sich nicht durchgesetzt haben. Ja? Mhm. Also es gibt dann eher eine kleine Gruppe von Leuten im Unternehmen, die das spannend finden, das machen wollen. Und da macht es total Sinn, mit denen zu sprechen und denen auch die Möglichkeit zu geben. Ja? Aber das kann man dann durchaus auch als ein bisschen mehr gesteuerten Prozess machen und sagen, hey, meldet euch, wenn ihr über ein Thema habt, ihr kriegt von uns einen Kanal, ihr könnt darüber schreiben. Was sich nicht durchgesetzt hat, ist so ein Stück weit dieser Yammer-Ansatz. Jeder macht was auf und schreibt und schreibt. Da ist am Ende wirklich sehr viel Dinge, wo da eben niemand mehr schreibt und man eigentlich so eine hohlen Strukturen hat. Ja. Also das vielleicht zum Blog in dem Umfeld. Dann haben wir noch eine zweite Frage. Kann ein schwarzes Brett durch ein Intranet rechtskonform ersetzt werden? Also ich hätte spontan gesagt, ja, das kann man. Es ist jetzt so, rechtskonform klingt ein bisschen wie Glatteis. Wenn es da jetzt bestimmte Informationen gibt, wie man das nicht, also wir sehen viele unserer Kunden machen das einfach, ne? Die machen ein schwarzes Brett. Was bei dem schwarzen Brett wichtig ist, vielleicht als Erfolgsfaktor, oft funktioniert das nur lokal, also ich muss aufpassen, dass ich nicht sage, ich habe hier 10.000 Mann Unternehmen global und mache ein schwarzes Brett, sondern schwarze Bretter funktionieren oft in einem lokalen Kontext, ne? In einem Werk, an einem Standort, dann habe ich da auch eine gewisse Dynamik und eine lokale Vernetzung, die funktioniert. Die Frage wäre noch, was rechtskonform oder was ist das Problem im Sinne von rechtskonform? Ja. Ich glaube, als Arbeitsanweisung dahingehend, dass du gegebenenfalls dann, wenn, also es ist immer so ein Mix, also es gibt natürlich das schwarze Brett immer noch physisch, dann gibt es vielleicht eine mobile App, die das auch mit abdecken kann. Die meisten müssen beide Kanäle noch bereitstellen, weil ja die App freiwillig ist. Es gibt aber auch Unternehmen, die zum Beispiel Mitarbeiterinnen im Prinzip mit einem Handy ausgestattet haben, also wirklich Diensthandys. Und dann kann man es natürlich auch sagen, hier, das ist jetzt das Eingangstor und dann haben die ja auch die Möglichkeit, drauf zuzugreifen. Ja, das hängt ein bisschen wirklich von der Ausgangssituation des Unternehmen, glaube ich, ab. Ja, das ist glaube ich, ganz entscheidend. Ja. Und weil du das sagst, das habe ich tatsächlich auch als Fall gehört, ne? Dass man gesagt hat, da hat ein Betriebsrat mal gesagt, wenn ihr ein schwarzes Brett macht, ist das ein Mehrwert für Mitarbeitende. Ihr müsst dann aber sicherstellen, dass jeder einzelne Mitarbeitende darauf Zugriff hat. Wenn ihr das nicht macht, bevorteilt ihr eine bestimmte Gruppe. Das ist dann auch derselbe Grund, wegen dem zum Beispiel Weihnachtskalender oder Weihnachtsquizzes oder andere Dinge da nicht funktionieren. Ne? Also zum Teil, das ist dann, ich finde das immer ein absolutes Trauerspiel und das zeigt so ein bisschen, da gibt es eine wirklich schlechte Beziehung zum Betriebsrat in den Unternehmen, wo einfach
da wird gegen alles gekämpft, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, erstmal sanft anzufangen, parallel. Super. Ich glaube, jetzt sind wir auch, jetzt haben wir noch 5 Minuten bis zur nächsten Session. Ich hoffe, es war interessant. Ich glaube, es sind noch viele drin, aber ich glaube, die sind jetzt auch alle hoffentlich noch schnell Zeit für einen Kaffee holen.